Aber das Horn und somit das Ziel der Quest haben wir immer noch nicht. Das heißt, diese Quest ist im Nachhinein noch gar nicht zu Ende. Auch wenn wir jetzt dieses Dungeon abgeschlossen haben. Ich hoffe mal, dass es abgeschlossen ist. Noch nicht. Mach mich nicht wach. Oh, der ist verpixelt, der Hebel. Okay, hier sind wir. Die haben wir schon alle durchsucht. Okay. Und raus hier. An die frische Luft nach Himmelsrand. So. Das heißt, wir werden jetzt auch erst die Hauptquest weitermachen. Selbstverständlich. Wie gesagt, das ist ja eigentlich noch eine zusammenhängende Quest. Die werde ich jetzt an dieser Stelle auch nicht unterbrechen. Aber wir haben noch einige Nebenquests zu erledigen. Das heißt, erstmal bleibt es jetzt bei der Hauptquest, aber es wird nicht lange so bleiben, denn demnächst folgt auch die nächste Nebenquest-Reihe. Das kann ich schon mal versprechen. Ich hätte jetzt mal noch so ein, zwei Quests. Dann geht's weiter mit einer Nebenquest-Reihe. So, da sind wir wieder draußen. Es ist Nacht geworden. Aber okay, wir wenden natürlich die Schnellreise an. Nicht abgeschlossen. Verdammt. Okay. Hier, auf nach Flusswald. Die Orks, auch bekannt als Orsimer, leben in Orsinium, einem kleinen Bergkönigreich zwischen Hammerfell und Himmelsrand. Es wurde schon unzählige Male geplündert und wieder aufgebaut. Wenn du in einem Bett schläfst, wirst du dich ausgeruht fühlen. Schläfst du in deinem eigenen Bett, wirst du dich sehr ausgeruht fühlen. Wie unnötig das beschrieben ist. Mit der Fertigkeit Schleichen wirst du schwerer entdeckt. Dadurch kannst du tödliche heimliche Angriffe auch durchführen. Boah. Fast Controller fallen gelassen. So, ach, die Ansicht hatten wir doch ganz am Anfang vom Spiel. Der Hals der Welt. Das meine ich sogar Hrothgar. Nur damals hatten wir nicht so eine Rüstung an. Okay, die sieht komisch aus. Unser Typ ist zu dünn für die Rüstung. Ärger oder so? Nein, eigentlich nicht. Aber okay. Hallo, mein Gatte. Habt ihr gut geschlafen? Wie ein Stein. Oh. Ich mache mich besser. Vielen Dank. Aus Mühles Flusswald Handelskontor ist eine Frostbissspinne ist. Und falls doch, werden sie ihn finden. Das ist kein besonders toller Strahl. Oh, die Stadt lebt, das Dörfchen lebt aber richtig. Man merkt, dass alle reden und so weiter. Gut, schlafender Riese. Hier sehen wir uns ja das Dachzimmer mieten. So stand es in der rätselhaften Notiz. Das machen wir natürlich auch. So, Spiel wird automatisch gespeichert. Sehr schön. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Hä? Ja, Delfine, hi. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Ich möchte ein Zimmer mieten. Oder ich möchte das Dachzimmer mieten. Ja, wir nehmen das Dachzimmer. Das Zimmer unter dem Dach. Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Okay, rätselhaft. Gehen wir mal rein. Okay, hier haben wir nichts Besonderes, außer ein Schwarzdornmet. Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Wir müssen reden. Folgt mir. Okay.
Sprich mit Delfine. Wir sehen, sie ist mehr als nur eine. Bring das Horn zu Agier. Aber wir folgen erstmal Delfine und wir sehen, sie ist deutlich mehr als nur eine Barfrau. Ich meine, sie weiß, dass wir ein Drachenblut sind und sie hat das Horn von Jürgen Windrufer geholt. Das heißt, ja, sie ist auch durch dieses Grab gelaufen. Schließt du? Ja, Lydia, komm rein. Wir schließen die Tür. Ja. Okay. Falsche Rückwand, ein Geheimraum. Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Seid ihr diejenige, die das Horn genommen hat? Entschuldigt, aber ich sollte hier jemanden treffen. Die Graubärte haben recht, ich bin ein Drachenblut. Ja, habt ihr das Horn genommen? Überrascht. Allmählich werde ich wohl ziemlich gut darin, die harmlose Tavernenbesitzerin zu spielen. Was hat es mit der Nacht- und Nebelaktion auf sich? Man kann nicht vorsichtig genug sein. Die Spione der Talmor sind überall. Was wollt ihr von mir? Ihr solltet besser einen guten Grund dafür haben, mich hierher zu verschleppen. Ich bin nur wegen des Horns hier. Ja, was wollt ihr von mir? Ich habe nicht aus einer bloßen Laune heraus all diese Mühen auf mich genommen. Ich musste sicher gehen, dass es sich nicht um eine Falle der Talmor handelte. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Ich versuche euch zu helfen. Ihr müsst mir einfach nur zuhören. Sprecht weiter, ich höre zu. Ihr solltet besser eine Erklärung parat haben, aber plötzlich. Dafür habe ich keine Zeit. Ja, sprecht weiter. Wie ich in meiner Mitteilung erwähnte, habe ich gehört, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Okay. Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Warum habt ihr das Horn aus Ustengraf entwendet? Warum sucht ihr ein Drachenblut? Ihr habt gesagt, dass die Talmor hinter euch hierher sind. Ich muss euch nichts beweisen. Ich bin hier fertig. Ja. Warum habt ihr das Horn geholt? Ich wusste es. Wenn die Graubärte euch für das Drachenblut hielten, würden sie euch schicken. Zumindest sind sie berechenbar. Als ihr hier auftauchtet, wusste ich, dass die Graubärte euch geschickt hatten. Und dass ihr kein Spitze der Talmor wart. Okay. Warum sucht ihr ein Drachenblut? Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Ja, so habe ich erfahren, dass ich ein Drachenblut bin. Ich absolviere einen Teil der Macht des Drachen. Mehr kann ich nicht sagen. Das geht euch nichts an. Ja, wir tun es. Gut, und ihr werdet bald genug die Chance bekommen, es mir zu beweisen. Ihr habt gesagt, dass die Talmor hinter euch her sind? Ja, wir sind sehr alte Feinde. Und wenn mein Verdacht stimmt, haben sie bei der Rückkehr der Drachen vielleicht ihre Finger im Spiel. Aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist hingegen, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Die Talmor, die Elfen sollen da die Finger mit im Spiel haben. Und was ist der Haken an der Sache? Ja, woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Wenn ihr mir nicht vertraut, war es dumm von euch, überhaupt hierher zu kommen. Wie wahr. Was ist der Haken an der Sache? Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot, vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Okay. Wisst ihr, wie verrückt sich das anhört? Wieso denkt ihr, dass die Drachen wieder lebendig werden? Ja, wieso denkt ihr das? Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Okay. Wie habt ihr das alles herausgefunden? Und wo soll es hingehen? Ja, wie habt ihr das herausgefunden? Das solltet ihr doch wissen. Ihr habt im Ödsturz-Hügelgrab die Karte für mich organisiert.
Der Drachenstein war eine Karte alter Drachengräber. Ich habe mir angesehen, welche jetzt leer sind. Das Muster ist recht eindeutig. Es scheint sich von Südosten her auszubreiten, angefangen beim Jiralgebirge in der Nähe von Rifton. Das bei Kühneshain ist das nächste, wenn das Muster stimmt. Okay, wo soll es hingehen? Kühneshain. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Okay, lass uns einen Drachen töten. Moment, ich bin noch nicht ganz bereit, um zu gehen. Lass uns einen Drachen töten. Ich muss meine Reisekleidung anlegen. Gebt mir nur eine Minute, dann bin ich soweit. Das ging schnell. Besser. Machen wir uns auf den Weg nach Kühneshain. Sind immer noch viele Drachengräber. Okay. Aber an dieser Stelle folge ich ihr nicht weiter, denn an dieser Stelle endet schon die heutige Aufnahme. Das war eine halbe Stunde Skyrim. Daher sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet gerne das nächste Mal wieder ein, Leute. Bis dann.